Es geht weiter mit der 15. Folge von Super Mario Party. Wir machen weiter im Pfad der Prüfungen beim Apfelhain. Ob das wohl angelehnt ist an den Eichenhain, die Welt 1 von Super Mario Bros. U, was ja jetzt in der Deluxe-Version auch erscheint am Freitag für Nintendo Switch. Willkommen im Apfelhain. Bisher war der Pfad nicht allzu schwierig, aber erwarte nicht, dass es so weitergeht. Es geht los mit Mario. Mario wird dich bei dieser Prüfung unterstützen. Ah, nice. Schlauschütteln. Ziel mindestens 15 Punkte erzielen. Das sollte kein allzu großes Problem sein. Hoffe ich. Außer die Gegner schnappen uns alles vor der Nase weg. Was bis jetzt aber tatsächlich noch nie passiert ist. Start. Oh, darum war es wirklich richtig. Da weniger. Da auch sehr wenig. Da ist da eigentlich noch mehr Party. Da ist überhaupt keine Party. Da ist noch eher was. Ich nehme mich mal mit und schlüpfe dahin. Was, das war's? Ah, locker. Aber das haben die aufgeführt. Und die vorderen zwei, die ich hingestellt habe, waren ein voller Erfolg. Ja, ich muss nicht, dass es sofort aus ist, sobald Mario was hinstellt. Akkordhämmern. Ziel, mindestens 40 Punkte erzielen. Erst Regeln ansehen. Bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher, wie das Spiel geht. War das mit Bewegungssteuerung? Ich bitte nicht. Okay, sollte schon klappen. Okay, das sollte eigentlich ganz gut gehen. Das klappt mal. Das klappen. Okay. Was, das war's? Oh Gott, das ist ja ziemlich schwierig sogar. Das heißt schwierig, bisschen anspruchsvoller. Das kriegen wir schon hin. Wir werden nicht beim zweiten Minispiel aufgeben. Es wird schon klappen. Perfekt. Prima. Nein! Wieso haust du nicht? Da muss natürlich alles auf Prima fast. Ah, ein Hit. Komm, das schaffen wir jetzt. Das will ich jetzt. Hält dieses dämliche Band so auf bei den Joy-Cons? Nein! Verarsch mich doch nicht, das war pünktlich. Das Ding ist halt, man holt aus und er braucht halt ein bisschen, bis er auslöst. Aber das wird schon klappen. Irgendwie. Ich weiß nicht, dass ich hier hänge.
Ja, danke. Oh mein Gott, so eine Verarsche. Ich habe jetzt nichts anders gemacht. Ich habe immer im Takt geschlagen. Und manchmal juckt sie, manchmal nicht. Entschuldigung. Ich nehme mal eine Pause, jetzt meinen Kompagnon. Vitamin 4, gegnerisches Team besiegen. Ja, dass da ein Sieg wichtig ist, dachte ich mir fast. So, der hat wieder einen Schlagstock mitgebracht, indem sie einem auf die Finger haut, wenn man Blödsinn macht. So. Geht ja schon mal gut los. Die Gegner sind nicht gerade die flottesten. Jetzt gibt's Apfelmelone. Nein. Was? Verdammt. Apfelbanane. Nein. Fuck, was mache ich jetzt? Ich muss halt auf alles vier schauen. Also, was machst du? Ich hatte es doch richtig, Bowser. Du Schwachmat. Oder war das richtig? Muss ich mir die Aufnahme nochmal ansehen, aber ich würde sagen, das war eindeutig richtig. Das kann doch nicht so weitergehen, das ist ein Singleplayer in Mario Party. Start. Bist du verrückt? Einloggen! Nee, sorry, aber Das akzeptiere ich nicht, dass er da jetzt nicht eingeloggt hat. Danke. Bin ich gerade komplett dämlich? Nein! Ich bin gerade. Ich mach diesen Modus gerade richtig fertig und ich weiß nicht wieso. Ich bin gerade richtig gestresst. Ja, endlich. Boah. Irgendwas ist halt komisch. Ich spüre schon, das wird eine Scheißfolge. Aber wir machen das Beste draus. Es wird schon nicht so schlimm werden. Sehr gut. Weiter geht's. Gleich mit drei Typen. In 25 Sekunden abschließen. Oh je. Na, das kann ja lustig werden. Los, ausschwirren. Nein! Fick dich! Komm schon, Leute, ihr müsst das hinkriegen. Ach komm! Wo ist die letzte? Ja, komm, run! Oh, danke. Ich habe nichts dazu beigetragen, aber ihr habt das sehr gut gemacht. Scheiß Fledermäuse. Ja, irgendwas ist heute ganz, ganz komisch. Aber naja, geschafft ist geschafft. Hier gibt es nur Bestand oder nicht, wie bei der Führerscheinprüfung. Du bist gut dabei, möchtest du eine Pause einlegen oder weiterspielen? Das fragt er mich jedes Mal. Viel Glück, ja, das kann ich brauchen, so gut wie ich mich bis jetzt angestellt habe. Zügiges Durchzählen, Platz 1 erreichen. Na gut. Dann schauen wir mal, wie viele Toads mit dem Toad Express fahren. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 hätte ich jetzt gezählt. Jetzt mal einloggen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, keine Ahnung. Was? Ende. Also, dass so viele waren.
Halt mal weniger im Zug. Können wir jetzt einmal wieder was hinkriegen? Also wir machen wieder diese Welt fertig. Also wir cutten nicht bei 20 Minuten. Ich habe schon eine Welt pro Folge angeplant, damit ich das nicht zu sehr in die Länge ziehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, vielleicht auch nur 20? Oder waren es wirklich 19 drastisch aus? Yes, richtig gezählt. Sogar perfekt richtig gezählt. Sehr gut. Warum nicht gleich? Warum nicht gleich? Warum nicht sofort? Und das sieht nach Geld aus. Blitzschnell zum großen Geld. 15 Münzen ergattern, ohne getroffen zu werden. Was? Bin ich da allein oder sind wir da auch zu... Oh oh. Ist es aus, wenn ich 15 Münzen habe? Das hat ja schon mal gut funktioniert. Das hat ja schon mal gut angefangen. Oh je, ich glaube, das wird etwas, wo ich sehr lange strugglen werde. Aber wir kriegen das hin. Wieso geht das immer in meine Richtung? Irgendwas hat's da. Irgendwas ist heute ganz faul. Vielleicht soll ich abbrechen und morgen weitermachen. Das klingt halt echt nicht nach viel, aber habe ich da je überhaupt mehr als 15 Münzen rausgezahlt? Das darf doch nicht wahr sein! Es hätte geklappt, wenn die mir nicht nur vor der Nase die Münzen wegschnappen. Kann ich das Drecks-Intro schon nicht mehr sehen. Danke. Danke Gott. Jetzt habe ich 19. Das ist doch eine Verarsche. Die ganze Zeit nichts. Immer so 14, 9, Gehit. Und jetzt habe ich 19. Jetzt vor allem rennen sie mir nicht mehr vor der Nase herum. Und dieses... Das ist wirklich dickes Minus, dieses penetrante Fragen, ob man ständig überspringen will. Oh Gott, das ist hier wieder so ein Game. Ziel, nicht gegen das Gegnerteam verlieren. Wir sind zu dritt. Verteilen wir uns vielleicht. Danke. Ah, schön. Zwei meiner Teammates sind weg, das ist eine Beruhigung. Na toll, drei leben noch von denen. Das ist ja immer scheiße. Natürlich. Nein! Warte, wenn alle verloren haben, was ist dann? Ich habe nichts verloren. Zählt das als schade, oder? Na, komm schon. Ja, kann ich vielleicht Teammates haben, die nicht scheiße sind? Natürlich, es verreckt wieder einer von mir. Aber dass auf die kein Verlass ist, habe ich mittlerweile schon gecheckt. Danke. So, eine bisschen höhere Chance. Komm schon, Buhu und ich. Buhu, bleib weg von mir. Danke. Danke. Wenn ich jetzt wieder nicht zähle, weil Mario auch weiter ist, dann gibt's Krieg.
Ah, das zählt. Also beide zwei gewinnen, ist nicht verloren, aber beide verlieren. Dann haben die Gegner gewonnen. Interessante Theorie. Nein, ich möchte weitermachen. Da brauchst du gar nicht zu blöd fragen. Es war klar, dass du wieder so aufdringlich bist. Ich sehe schon, die Folge wird deutlich länger als die letzte. Jetzt gibt's auf die Lichter. Ziel, Gegner besiegen. Na gut, das sollte machbar sein. Wenn man hier sich wirklich gut... Also man musste ja hitten mit A. Hab ich ganz vergessen. Das gewinne ich easy. Ende. Nice. Ja, das nur alleine, wenn man sich ein bisschen clever anstellt, im Vorteil und Bulli zu dritt waren auf einer Seite also. Und wir haben endlich wieder mal ein Minispiel auf Anhieb geschafft. Hippura. Nicht dabei sein ist alles. Mindestens 10 Punkte erzielen. Und das ist, glaube ich, zweimal Erster werden. Dann gibt es, glaube ich, wie viele Runden? 3? Bei dem Spiel sind wenn's oder gibt's 5 Runden? Ich weiß gar nicht. Wer fehlt? Der hier. Das sind schon mal 5, das ist gut, das ist wichtig. Ja, es gibt 3 Runden. Der dämliche Block. Den Block sehe ich, Chip Chip auch, Leech ist nicht dabei. Es ist absolut nichts Grünes da und damit haben wir die 10 Punkte schon erreicht. Läuft ja heute sehr gut. Komm, machen wir die 15 voll. Auch wenn ich sowieso schon erraten habe. Wiggle ist dabei. Ich sehe auch einen Koopa Fuß, Waluigi ist nicht dabei. Na bitte, eine perfekte Runde. Das brauche ich aber auch, nachdem ich mich so schlecht angestellt habe, muss ich meinen Ruf wieder... bisschen wieder regenerieren, sage ich mal. ...15 Punkte, mehr geht nicht bei dem Spiel. Oh, Eckig ist immer mit Kameraden nicht getroffen werden. Oh je. Diese Ich bin nicht alleine Spiele ging mich jetzt nicht gut aus. Wie lange muss ich mich halten? Zum Glück sehe ich, wo er hinschießt. Oh Gott, lock ihn doch nicht in meine Ecke. Komm schon, Goomba, halte durch. Ende. Was? Ach, 7 Sekunden. Fuck, aber das ist machbar. Das ist machbar. Das ist möglich. Ihr zwei müsst nur ein bisschen länger durchhalten, damit da irgendjemand von uns anvisiert. Ja, toll, das war klar, dass sich der wieder ganze 10 Sekunden durchhält. Goomba ist da schon eher ein bisschen ein stärkerer Typ. Auch wenn auch er sicher wieder 10 Sekunden vorher raus. Man sollte immer darauf achten, wann er Bomben kriegt. Komm, gib. Ja, danke. Okay, ist tatsächlich. Man muss einfach nur von links nach rechts und immer dann, wenn er geschossen hat, Richtung enden, weil dann... Während er schießt, Richtung enden ist nicht gut, weil dann rennt man ihm exakt rein. Also auch das durchaus machbar. Wie viel Glück. Und ja, wir müssen Diddy Kong... nicht besiegen, sondern wir können ihn hier freischalten. Jetzt wisst ihr auch, warum ich den Donkey Kong genommen habe. Der freut sich jetzt natürlich riesig. In dem Spiel schwierig. Achso, ich muss noch gegen Diddy Kong spielen. Kleiner Bastard. Das muss vom Himmel fallen in mein Becherchen. Ja, das klappt ja schon mal gut. Das klappt ja schon mal sehr gut.
Oh, das hat gar nicht gut geklappt. Das hat ja ganz schlecht begonnen. In dem Spiel war ich aber noch nie gut, muss ich dazu sagen. Und das ging jetzt natürlich auch nicht besser. Ich werde wohl Donk Diddy Kong besiegen. Danke sehr. Man muss nur schnell. Vor allem sollte man immer geduldig sein. Weg von den scheiß Lavabrocken. Nein, nicht jetzt so kurz vor Ende. Alter, als ob so kurz vor Ende nochmal der scheiß Brocken. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Das muss doch irgendwie klappen. Ziel deine Konkurrenten besiegen. Ja, das Ziel ist logisch. Man sollte dann nicht dabei sein, wenn gerade eh der Internet. Oh Gott, scheiß Lavakugel. Ja, das schaut gut aus, Dreck. Ende. Ja, danke. Einfach schauen, wo es immer sehr schwarz wird und es nicht eine große Kugel ist. Und Glück haben. Und damit haben wir... Du bist einfach zu stark. Ja, beim dritten Mal. Jemanden freigeschaltet. Gebiet geschafft. Aber wen haben wir wohl freigeschaltet? Das ist bestimmt noch nicht das letzte Wort. Diddy Kong wird alles tun, dich beim nächsten Mal zu besiegen. Nee, beim nächsten Mal verliere ich nicht. Was? Man schaltet ihn noch nicht frei? Okay. Er lässt anscheinend noch auf sich warten. In der nächsten Folge geht's an den Palmenstrand. Ihr seid da auf jeden Fall auch wieder dabei. Wir haben hier alles korrekt erledigt. Beim nächsten Mal gibt es sogar 13 Games. Also die Folgen werden länger. Lasst Daumen nach unten, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren. Schaut den ganzen Social Media Kram vorbei. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was war denn das für eine Folge, bitte? Das war ja Katastrophe. Das war ein Totalausfall.